Hallo meine Freunde, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Kurz zur letzten Folge, wir haben ein Bisasknosp gefangen, haben es Reborn genannt, da wir ja vorher schon ein Bisasflor hatten, das allerdings gestorben ist bzw. besiegt wurde und das nun die Reinkarnation ist. Und schaut mal auf den Bildschirm, falls ihr die letzte Folge gesehen habt oder eben nicht gesehen habt, ich habe mir die Angel geholt, um beim Angeln schwäche Pokémon zu angeln, um diese dann leichter fangen zu können. Und wir haben hier letzte Folge versucht, glaube ich, ungefähr 10 Mal was zu fangen. Es hat nicht geklappt. Ich habe das jetzt gerade kurz vor dieser Aufnahme offscreen gemacht. Und beim zweiten Mal hat er schon was. So, und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre ein optimaler Start für diese Folge. Wir können etwas fangen. Ein Banett, das ist ein Geist-Pokémon und ich weiß überhaupt nicht, ob das wirklich gut ist. Wir werden es versuchen zu fangen, das steht natürlich außer Frage, aber... Nachtnebel bringt dir nichts, mein Freund. Aber was ist uns... Es kann nicht eingeschläfert werden. Es kann nicht eingeschläfert werden. Ganz simpel, dann machen wir Folgendes. Wir holen unser Bisasknosp, setzen Egelsamen ein, wechseln wieder zu einem anderen Pokémon. Ja. Aua, Kreideschrei ist nicht so lustig. Ich will nur eigentlich ganz schnell meine Egelsamen einsetzen und dann wieder wechseln. Ja, ganz simpel einfach. Wir schwächen seine KP, fangen ihn. Es ist Level 4. Ob ich es benutze, keine Ahnung. Mir fällt gerade was ein. Wieso tue ich nicht ein paar Pokémon zum Pensionär rein? Das wäre doch gut. Das wäre doch gut. Und das machen wir auch. In die Pokémon-Pension, dort werden Pokémon gelevelt. Dort können wir theoretisch dann auch unser... Man kann ja, glaube ich, 2 reintun. Dann tun wir auch unser Obama rein. Ja, er kann nicht eingeschläfert werden. Hat denn irgendjemand irgendeine komische Attacke, die an sich nichts bringt? Energiefokus und Agilität. Ja, Mystery, auf geht's. Ich denke mal, wenn wir es im gelben Bereich haben, dann genügt unser guter alter Nestball. Joa. Er kann auch 30 Mal Kreideschrei einsetzen. Unser Mystery wird das locker flockig überstehen. Würde natürlich jetzt ein bisschen dauern, aber das macht nichts. Nachdem wir das gemacht haben und unsere Pokémon zur Pension gebracht haben, werden wir gegen Team Galactic antreten, dabei unser Bisasflor, unser Bisasknosp trainieren, was übrigens ab Level 13 Schlafpuder erlernt, das ist also wieder eine tolle Geschichte. Nicht das Falsche einsetzen, mach einfach mal einen Energiefokus, es ist ja eh wurscht. Ja, ist Banett gut? Ich weiß es nicht. Ich kann ja nebenbei, ich habe ja mein Telefon immer jetzt hier, weil ich mittlerweile ein anderes Smartphone benutze, mein Ersatz-Smartphone, das funktioniert ebenfalls sehr gut, die Kameraqualität ist gut. Dann schauen wir doch mal, was es so drauf hat, was es so für Attacken lernt. Wir machen natürlich hier weiter, das hat Vorrang. Banett. Oh, ich muss mir noch deinen Spitznamen überlegen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Schauen wir doch mal, was es für Attacken lernt. So, während ich hier nachgucke. Ich möchte natürlich jetzt hier nicht euch vernachlässigen und hier nichts sagen. Ich will nur mal kurz die Attacken nach. Ne, die Stats sind mir eigentlich erstmal ein bisschen wichtiger. Die Stats sind eigentlich ganz in Ordnung. Der Angriff, es ist ein Angriffs-Pokémon, tatsächlich. Es hat einen sehr hohen Angriffswert. Der Rest ist, sagen wir mal, Durchschnitt. Und von den Attacken her, schauen wir doch mal drauf. Es lernt in der 4. Generation... Warum sehe ich hier nichts? Hier. Nachtnebel hat es schon, Kreideschrei hat es schon. Es lernt später Fluch, Groll, Schattenstoß und irgendwann durch den Spukball. Ja, es ist halt so dieses klassische... Geist-Pokémon. Ob wir es letztendlich benutzen, keine Ahnung. Ich werde es, wie gesagt, trainieren lassen. Denn es würde uns jetzt keinen brauchbaren Vorteil bringen. Wir haben es. Banett. Banette statt Zigarette. Und damit haben wir auch schon unseren Spitznamen. Marionette. Banette, Marionette, ich sag immer Banette statt Zigarette, wir nennen es Zigarette. Das klingt doch blöd. Zigarette? Ja, ich nenn's Zigarette. Auf geht's. Ich bin nicht Raucher, aber ich bin jetzt rein nach dem Reim gegangen. Zigarette. So, Zigarette, wir werden
Das ist so ein lächerlicher Name. Okay, es gibt auch schlechte Namen, es tut mir leid dafür. Ja, wir werden übrigens dann Lavakopf wieder austauschen. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Flori. Nee, shit, wo ist der Dings nochmal? In Trostu, da ist der Pensionär. Es tut mir leid. Mir fällt aber gerade eine Sache ein. Kann ich mal kurz nochmal mein Rad haben? Hier links oben, ist da nicht auch ein neues Gebiet? Die Auen. Ist hier ein Baum? Wieso habe ich hier kein Honig reingeschmiert? Ach, ich bin ein Idiot. Wenn hier, können wir doch auch ein, da oben ist ja auch noch irgendwas. Hier können wir doch auch Ding machen. Ein Pokémon fangen. Durch Bäume, die vielleicht in Regionen stehen, wo kein normales Gras ist. Wie dem auch sei, wir gehen nach Trostu. Fliegen also genau den Äquator entlang. Aber als erstes tauschen wir unser Pokémon aus. Nämlich in diesem Fall ein... unser Lavakopf mit Duda. So. Obwohl, warte mal kurz. Gib mir auch mal... Tu mal Spisa Knosp rein. Wir müssen jetzt erstmal unsere Pokémon in die Pension reinbringen. So, dann nehmen wir rein Zigarette und Obama. Raucht Obama? Egal, ich glaube nicht, aber was? Obamas Zigarette, yay. Das klingt auch falsch. Nee, Obama raucht selbstverständlich nicht. Oder raucht der? Na, ich glaube nicht. So, hallo, wir ziehen Pokémon. Ja, nehmen Sie bitte meine Zigarette. Was ist denn das für ein Spitzname? Es tut mir leid. Wir können zwei nehmen. Ja, bitte, gib nochmal hier ein Obama. Oh, das ist aber schön. So, wir nehmen gleich unsere zwei anderen Pokémon wieder mit. Nein, nicht ablegen. Ja, unser Problem ist und bleibt Flug. Denn unser Duda... Ja, es ist schwierig zu trainieren. Es ist halt nicht so krass stark. Ich meine, mit Fliegen hat es jetzt eine wirklich gute Attacke. Aber erstmal hat Reborn Vorrang. So, Duda, dann flieg mal mit deinen nicht vorhandenen Flügeln nach Schleiede, denn dort haben wir es zu tun mit Team Galalalaktik. So, wir sind eigentlich soweit ausgerüstet, perfekt. Wir können uns jetzt voll in den Kampf stürzen mit Team Galaktik, unsere Pokémon weiter trainieren. Wer braucht denn mal ein bisschen Training? Mystery, komm her, Mystery. Ja, ich hoffe mal, dass wir dann irgendwann mal sowas... was machst du hier? Okay, wie komme ich da rein? Da müssen wir, glaube ich, hinten auf die andere Seite, oder? War das so? Boah, ich weiß es echt nicht mehr. Schauen wir mal. Oder war das irgendwas anderes? Oder war das... Hat das was mit diesem einen Typen, der da unten in Weideburg war? War das da nicht irgendwas? Hallo? Hallo, dies ist das Hauptquartier von Team Galaktik. Ja... Was ist dem sein Job? Wir müssen, glaube ich, zu diesem einen komischen Typen da unten, oder? War das nicht so? Und der rennt dann irgendwie mal weg, aber wir holen den ein und dann kämpfen wir gegen ihn? War das nicht so? Ich bin froh, dass ich mich daran noch erinnere. Übrigens, ab der nächsten Generation, wenn wir dann die Nuzlocke machen mit Pokémon Schwarz, da habe ich keine Ahnung mehr. Okay, hier, da rechts, der Typ hier. Da oben, der, war der nicht wichtig? Ja, der ist es, ja. Was bitte? Ein kleines ist gerade mal. So ein kleines Frettchen. Ah! Okay, Freunde, wir müssen den nächsten Arena-Leiter besiegen. Wir müssen. Erst dann macht der, glaube ich, Anstalten, sich zu bewegen. Alles klar. Oh, nee, nicht schon wieder eine Arena. Um Gottes Willen. Was kriegen wir denn hier eigentlich? Wie dem auch sei, was wir kriegen, keine Ahnung. Aber wir kriegen jetzt erstmal ein bisschen Level Up. Mystery. Jetzt habe ich aber Schiss, dass das schon sehr starke Trainer hier sind. Wir können noch, glaube ich, von Weideburg ein bisschen nach Westen gehen. Und dort kriegen wir dann noch mehr Trainerkämpfe, glaube ich. Jetzt gucken wir erstmal, was die so haben. Ist da... Oh je, ist das nicht Eis und Unlicht oder so ein Scheiß? Bringt da... Was hätten wir denn da? Ah! Oh, ich hab's! Hier, Mother!
Ableithieb. Es ist Eis und es ist Unlicht. Das heißt, Kampf, Bams, haut rein. Natürlich müssen wir jetzt was einstecken. Was hat der denn? Ja, okay, Finte, ja. Zuverlässig, aber wird ihm nichts bringen. Er wird aber nochmal angreifen, weil er schneller ist als uns. Nicht schlecht. Schöner Angriff. Ein Viertel. So, Ableithieb. Wie wär's damit? Kreideschrei. Das müsste doch jetzt ein krasser Volltreffer sein, oder irre ich mich da in der im Typ von Sneebunner? Wie sieht sowas aus, Ableitief? Ist das irgendwie so gusch? Das muss doch reichen, oder? Jawoll! Das ist, glaube ich, mal 4. Ja, und damit ist, Alter, das ist ein wichtiger Move für Mother. Es könnte einer sein. Ja gut, jetzt kriegt jeder ein bisschen was. Und natürlich unser Reborn, was jetzt ein paar Level-Ups kriegt. Dafür haben wir es ja. Ah, es ist schön. Ah, ist das wunderschön. Rankenhieb! Was? 5 Level? Voll übertrieben! Okay, Freunde, das war's mit diesem kleinen Bimpf hier. Okay, ist schon wieder diese komischen Rätsel hier. Na gut, wir machen es erstmal, um ein bisschen zu leveln, denn das haben wir nötig. Hier, Angler, hallo! Ich habe die Macht über die Kräfte der Wasser, des Wassers. Ihr mit euren komischen Sprüchen. Er hat auch nur 1. Oh. Freunde, ein Panferno. Das ist natürlich schön. Schön für Mystery, denn jetzt gibt es erstmal einen fetten Blubstrahl. Oh, nee. Okay, es sieht nur 6 ab. Das macht nichts. Trifft auch nur 2-mal. Und, da freut sich Mystery. Da freut sich Mystery. Bald kriegen wir auch noch Surfer. Ja, auch eine sehr schöne Wasserattacke. Und das ist natürlich ein krasser Volltreffer. Du leckst mir doch am Bobbers. Schön. Das gibt einmal knapp 600 EP. Und Reborn freut sich sicherlich wieder über ein paar Level-Ups. Und jetzt müsste es doch Schlafpuder lernen, oder? Giftpuder. Ich glaube, danach kommt Schlafpuder, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, beide wären auf einem Level. Moment. Ja, es funktioniert. Giftpuder brauchen. Ein Puder genügt. So. Für den Heuler natürlich. Schade, dass ich den Strauchler nicht mehr habe, aber den habe ich ja bei meinem alten, bei Baumkröte gehabt. Ist aber nicht schlimm. Das war's mit Angler Juri. Und wir machen dieses komische Rätsel hier weiter mit diesen komischen Überflutungen da. So, der da oben möchte was abkriegen. Es wird nicht einfach werden. Das hängt davon ab, was du uns jetzt präsentierst. Hat er auch nur 1? Er hat 2. Ein Ursaring! Es ist wieder da! Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie gut ist Mystery gegen ein Ursaring? Das Ursaring dürfte nichts haben, was sehr effektiv gegen uns ist. Ja, logisch, denn nur Drache ist sehr effektiv gegen Mystery. Und Fee, aber Fee gibt's hier noch nicht. Schön! Ist die Volltrefferchance so hoch? Ja, Trugträne, das ist jetzt nicht so schlimm. Unsere Spezialverteidigung, da müssten wir jetzt aufpassen, je nachdem, was jetzt kommt. Das war's mit Ursaring und das bringt doch bestimmt wieder viel EP. Ist natürlich schade, dass ich jetzt teilen muss, weil ich somit meine Haupt-Pokémon nicht so gut aufleveln kann, aber das geht schon. Es lohnt sich. Windhose, die erste Drachenattacke, die wir haben. Endlich ist sie da. Und wir benutzen das Ganze für den... Ja gut, ich mache lieber Energiefokus als Agilität, weil lieber eine öde Volltrefferchance als zuerst angreifen, was vielleicht dann schon zu spät sein kann. Unsere erste Drachenattacke, sie kann, glaube ich, auch den Gegner zurückschrecken lassen. Und wir haben nun etwas sehr Effektives gegen Drache. Das ist Spitzenklasse. Abra! Ja, dann testen wir doch gleich. Nee, wir machen einfach ganz normal Blubstrahl, oder? Gut, ein Abra wird uns jetzt, glaube ich, nicht allzu sehr gefährden, oder? Ich wüsste nicht, womit. Mit einer Konfusion sicherlich nicht. Auch wenn unsere Spezialverteidigung sehr stark gesenkt wurde, glaube ich nicht, dass es ein Problem ist. Ja, es hat nur Teleport. Gut. Ich glaube, ich hatte auch nachgeguckt bezüglich den Trainern, den Pokémon dieses Arenaleiters. Und da ist genau dasselbe Prinzip wie beim vorherigen Arenaleiter, nämlich... Level 27, Level 27, Level 30. Ob wir so viel Glück haben wie zuletzt, da hatten wir, glaube ich, Glumanda.
Zickzacks und noch irgendeins, das glaube ich jetzt nicht, aber wir werden ja sehen. So, gegen den kleinen Bimpf haben wir gekämpft, jetzt gegen die Bimpfin. Was erfinde ich hier für Wörter? Wellenbrecher Marinus, der Arenaleiter. So, was hast du für mich? Ein Snubbull. Das hatten wir, glaube ich, auch mal fast gefangen, aber hätte ich jetzt, glaube ich, eh nicht verwendet. Hallo Mystery, mein Freund. Er hat Bedroher. Oh. Wie wär's denn mal mit einer Windhose? Mach das doch mal. Ich will es mal sehen. Hui. Windhose ist Drache. Aber Windstoß ist kein Drache. Och nein, nicht sowas. Unser Angriff sinkt stark. Dann machen wir nochmal wieder Blubstrahl. Obwohl, Windhose ist ja, glaube ich, auch. Sorry für den Huster. Er kam gerade hoch. Okay. Windhose hätte genauso gereicht, aber ich habe es jetzt so gemacht. Level 15. Bodycheck. Naja, ich würde mal sagen, besser als Tackle, oder? Jawohl. Das hatte ja unser Bisaflor damals auch, einen schönen Bodycheck. Kann man machen. Gastrodon, was war denn das? War das nicht dieses, auch dieses, das hat mir doch schon mal, dieses Urviech. Ah nein, ich bin ein Esel. Scheiße. Das ist dieses komische Viech. Das ist, glaube ich, wieder Boden und Wasser oder sowas. Gastrodon, an was habe ich denn gerade gedacht? An dieses Ramaidon habe ich, glaube ich, gedacht. Um Gottes Willen hält es viel aus. Was ist denn das? Lass doch den Schlamm. Das zieht gar nicht mal so wenig ab. Ja, unser Angriff ist geschwächt. Ist Windhose ist doch keine... Moment, das muss ich gleich nochmal nachschauen. Ja, greif nochmal mit deiner blöden Bombe da an. Es ist die Bombe, Mensch! Oh, es hat eine Beere. Wahrscheinlich die Zitrobeere, oder? Jawohl, das ist schön. Dann können wir es doch fertig machen, aber Blubstrahl hilft halt nichts, ne? Mach zweimal Windhose, dann ist die Sache erledigt. Vielleicht schreckt es ja zurück. Hm, wohl kaum. Was macht ein Schlammbombe? Könnte das vergiften? Ja, es wird ein bisschen eng, aber das könnte reichen, auch wenn es nur minimal wäre. Das hält aber auch viel aus. Ja gut, Aquawelle ist jetzt nicht so gefährlich, es sei denn, wir sind verwirrt. Okay, das war's. Mach noch eine Windhose, ich gehe keinen Risk ein. Ja, ich gehe keinen Risk rein, obwohl er schon im gelben Bereich war. Was ist denn das für ein nerviges Pokémon? Das wäre was Perfektes für unser dann später Bisaflor oder unser starkes Bisaknosp, je nachdem. Aber das müssen wir erstmal passiv trainieren, weil sonst hat es keine Chance. Das war's mit Marika. So, Mystery, du kannst mal den Stab abgeben an Berli, bitte. Wir dürfen unsere anderen Pokémon nicht vernachlässigen. Hallo, Angler. Er hat weltweit die meisten Pokémon geangelt. Mal gucken, was er davon uns präsentiert. 3 Stück. Ein Smogmog. Wir haben nichts gegen ein Smogmog. Doch, wir haben Schaufler, aber ich glaube, das hilft gegen einen Smogmog nicht, oder? Na gut, Level 22 ist nicht so krass. Wir machen mal Aeroas. Trifft ja immer. Ich liebe Attacken, die immer treffen, denn es gibt nichts Nerviges als irgendwelche Doppelteams oder sowas. Rauchwolke, die blöden hier Genauigkeit senken. Mach mal Finte. Ich glaube, das müsste aber eigentlich genauso viel abziehen, weil beide physisch sind und beide genau denselben Wert, also denselben Angriff haben. Ja, es ist ungefähr gleich. Lass das doch. Okay. Nur noch zweimal. Smogmog ist gut. Das bringt sehr viel Erfahrungspunkte. Können wir auch gebrauchen. Ein Angriff würde es noch benötigen. Oh. Das ist doch eine Scheiße. Hört doch auf mit diesen verdammten Attacken mit Explosionen und Sprengen und sonst irgendwas. Nur mal so zur Information. Wir hatten volles Leben, so gut wie. Es hat 3/4 abgezogen und es war 5 Level unter uns. Wir müssen aufpassen. Das kann uns das Genick brechen.
Das kann uns das Genick brechen. Was kommt jetzt rein? Ich glaube, Fire Dog war ganz gut. Ich hab's jetzt vergessen. Shellterra! Boah, mein Herz. Das wäre es fast wieder mit Bärli gewesen, ey. Der arme Bärli. Wir müssen uns das merken. Smogmog, Regirock und diese ganzen Regis da können Explosionen. Ein Elektroball kann das, glaube ich, auch. Wir müssen da aufpassen, Freunde. Wir müssen aufpassen. Aber jetzt gibt's erstmal einen Feuersturm gegen dieses Pokémon mit dem Baum auf dem Dach. Auf dem Panzer. Weg mit dir. Na. So, das war's mit dem. Gibt dann insgesamt 1000 EP. Reborn freut sich über ein neues Level. Und Mauzi, das klingt doch nach Mama. Ein Ableithieb und Mauzi ist weg. Das Mauzi könnte schneller sein. Nee, es ist 5 Level unter uns, dann sicher nicht. Angler Alf, auch schön. Hallo Mauzi, wie geht's dir? Wie wär's mit einem Ableithieb? Wir haben den Move... Oh. Wir haben den Move leider nur 5-mal. Aber so oft würde ich den ja auch sowieso nicht ein... Es hängt davon ab. Es hängt wirklich davon ab. Ich meine, wenn ich jetzt... Eigentlich müsste ich jetzt gegen Mauzi nicht sowas einsetzen. Aber, wenn wir halt einen Relaxo oder sowas sehen, da ist es dann schon ganz gut dagegen, denke ich mal. So, das war's mit Angler Alf. Und ich glaube, damit haben wir alle erledigt. Das heißt, ich gucke jetzt kurz, ob wir zum Arenaleiter vorstoßen können. Und wenn wir das hinkriegen, dann... Ich habe keine Ahnung. Jetzt gucken wir mal kurz. Da oben ist noch einer. Das ist der letzte Vortrainer. Danach gehen wir zurück. Mother, wie wär's? Möchtest du? Ja, nee, Mother wird jetzt trainiert. Will jetzt wirklich keine Tränke benutzen. Ja, und dann schauen wir mal, wie das dann losgeht, ey. Ich will's gar nicht wissen. Okay, 3 Stück, das kriegen wir hin. Ein Sepa! Sepa, genau, Sepa war das andere, das Level 30er Pokémon in der vorherigen Arena. Das passt sogar zu der Arena hier. Finde ich ganz interessant. So, mein Lieber, wie wär's mit einem Irrschlag? Wie würde sowas aussehen? Und dann ins Gesicht einfach, oder was? Oh, jetzt hat sie ja alles gewackelt hier, der ganze Tisch. Level 18, das klappt schneller, als ich dachte, meine Freunde. So, Slymog, nein, der kann keine Explosion. Aber Moment, Mother, passt, perfekt. Boden. Gegen den Matrosen. Ich hätte auch gern Slymog. Ich erinnere immer wieder gerne an meine erste Nuzlocke-Challenge mit der Rubin-Edition. Dort hatte ich auch ein Slymog mit Namen Dreck und es ist mit bis in die Top 4 gekommen und Mann hat das zerstört. Oh, es war so geil, weil es einfach so extrem eklig und tanky ist und seine Schlammbombe hat einfach nur alles zerstört, gefühlt. Reicht ein Schaufler? Nein, das habe ich mir schon gedacht. Aber es ist nicht schlimm. Schlammbart, genau, Schlammbart war, glaube ich, die Attacke, die sehr viel kaputt gemacht hat. Und ja, das fetzt schon und wir sind vergiftet. Macht nichts, keine Sorge. Wir haben ja was, um Gift zu heilen. Jetzt machen wir aber erstmal einen Irrschlag, um den Typen zu vernichten. Ich glaube, ein bisschen hätte auch gereicht, aber Nummer sicher gehen. Na gut, Nummer sicher wäre jetzt Schaufel, aber wir haben eh nicht mehr so viel Leben wegen. Also wir haben, müssen auf Gift aufpassen. Ja, was kommt denn Schönes? Wir müssen unbedingt wechseln. Ein Glurak! Mist! Und ich habe Mystery nicht auf vollem Level. Dann werden wir es im Kampf heilen. Ein Glurak, das kriegt keine Drachen. Kriegt sowas Drachenklaue? Es ist ja an sich kein Drache, es ist ja nur Feuerflug. Mystery, nimm mal einen Trank, bitte. Das ist mir sonst zu risky. Einmal bitte Energiestaub. So, jetzt würde er, was würde er einsetzen? Blut, Flügelschlag, ein Flammenwurf, wenn es das schon hat. Oder eine absolut nervige Rauchwolke. Geil, Glurak. Tja, dafür gibt's Blubberblasenblasen. Reicht das gegen einen Glurak? Na, nee, es hält noch ein bisschen durch, aber wir kriegen es hin. Das ist einer dieser ganz, ganz ekligen Attacken in einer Nuzlocke-Challenge, denn Drachenwut ist da.
Wenn ich jetzt daneben hau und Drachengut trifft, was immer 40 KP hat und wir haben nur 38, verlieren wir Mystery. Das kann ich nicht verantworten. Und er würde jetzt wahrscheinlich Drachenhut einsetzen. Nein, die Rauchwolke. Das ist aber egal. Hier, Fire Dog, der hält ein paar Drachenwüte aus. Aber... Fire Dog, beiß ihn doch! Es ist eine Drachenattacke, aber es zieht, wie ich gerade schon erwähnt habe, immer 40 ab. Wir müssen unbedingt das jetzt fertig machen. Dankeschön. Das war der letzte Vortrainer. Jetzt machen wir das Rätsel zu Ende, damit wir wieder schnell den Rückweg machen können. Und dann können wir unsere Pokémon heilen und dann den Arenaleiter besiegen, was der letzte Akt dieser Folge sein wird. Ich habe ganz vergessen, dass wir diese Arena noch machen müssen, bevor wir dann gegen Team Galactic kämpfen müssen. Aber ist auch egal, wir nehmen alles mit, was wir an Trainern haben. So. Oh ja, Gift. Da sollte ich aufpassen, Freunde. Eine Beere für Mother. Und nun eine Runde Heilung für alle. Hallo Arenaleiter, ich muss erst heilen. So. Ja, wir müssen dieses ganze Rätsel nochmal machen, aber das geht ja ganz schnell. Wir sind ja intelligent. Okay. Buch von den Späßen. Also, ob wir nochmal so viel Glück haben wie in der Arena von Schleide, wo wir wirklich drei sehr schwache Pokémon entgegengesetzt bekommen haben, das glaube ich nicht. Aber hauen wir einfach alles kaputt, was uns in den Weg gestellt bekommt. Der Satz klang falsch. Ja, Fire Dog ist unser Pokémon, was immer starten muss. Ich glaube, wegen der Trainiererei von meinen beiden, von Bisaknosp und von Dodo, mache ich es so. Wenn unser Bisaknosp Rasierblatt erlernt, und das wird es irgendwann in den 20ern, dann werden wir Dodo den EP-Taler geben, da er wahrscheinlich auch nicht so viel EP allgemein benötigt. Und dann werden wir es so schnell wie möglich auf Level 31 bringen, damit wir endlich mal ein passables Flug-Pokémon kriegen. Dodri ist in Ordnung, Dodri lernt Triplette, eine, wie ich finde, sehr, sehr geile Attacke. Denn ich habe das Wasser wieder runtergemacht. Denn Triplette kann vereisen, paralysieren oder verbrennen. Das ist einfach extrem cool. Und schauen wir mal. Jetzt machen wir aber erstmal den Weg hier zum Arenaleiter. Was kann nicht sein? Da, links nicht drücken, bitte. So, das kommt weg. Jetzt gehen wir nach unten, einmal hinten durch, machen noch mehr Wasser weg. Dann gehen wir ganz nach unten, gehen einmal vorm Arenaleiter unten umher, gehen dann die Leiter hoch und dann passt. Die Treppe meine ich, nicht die Leiter. So, Freunde. Seid ihr bereit? Ich bin es und das Team sieht auch bereit aus. Mystery entwickelt sich auch hervorragend. Das sind alles sehr zuverlässige Pokémon. Und wenn wir dann später ein ordentliches Bisaflor haben, dann macht das schon eine Menge Spaß, muss ich zugeben. Aber der Spaß kann immer wieder getrübt werden durch eine Explosion oder so eine Scheiße. Das ist immer so nervig. Wagen wir's. Ich werde nicht oft herausgefordert, weil ich mein Wasserproblem in der Arena nicht lösen kann. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Tauros. Da wäre jetzt Mother sehr, sehr gut, aber das kriegen wir auch so hin. Ja, ich denke mal, wir starten diesen Arena-Kampf. Oh, es hat Bedroher. Wir müssen danach das Feuer drauf wechseln. Wir starten mit einem starken Feuersturm. Okay, Grimasse ist eh egal. Es fängt sowieso an. Und Feuersturm trifft. Hoffentlich kriegen wir später irgendwas, was Feuerattacken stärkt. Das geben wir dann auf jeden Fall Fire Dog. Hervorragend gemacht. Er brennt! Er brennt! Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, dass ein Pokémon brennt. So, Freunde, jetzt machen wir Folgendes. Er wird jetzt den Ding einsetzen. Seine Heilung, ja. Nur ein Supertrank. Das ist mir recht. Es brennt, das ist selten. Fire Dog, komm mal runter! Was ist denn mit dem los? Feuersturm! Verbrennen! Volltreffer! Okay, also das Taurus haben wir mal ordentlich die Leviten lesen lassen, du. Meine Güte.
Ein Schneckmack. Sehr schön. Mystery, es freut mich mittlerweile feststellen zu können, dass wir doch in relativ vielen Situationen immer das passende Pokémon haben. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und mit Reborn dann auch eins gegen Wasser. Jetzt aber erstmal dieses Schneckmack zu Sediment verarbeiten. Geht das überhaupt? Ich kenne mich mit Chemie nicht aus. Sorry an alle, die guten Chemie sind. Egal ob Magma, Lava, Sediment, was weiß ich. Schneckmack ist erledigt. Yes! Das letzte Pokémon. Es ist das Level 30er Pokémon. Es ist ein... Level up! Es ist ein... Rasierblatt! Rasierblatt! Ja, Rasierblatt haben wir endlich. Das machen wir für Rankenhieb, denn es ist einfach eine bessere Attacke und wir können es öfters einsetzen. Nicht komplett sicher, aber Rasierblatt ist einfach stärker und es hat eine erhöhte Volltrefferquote. Das ist cool. So, das letzte Pokémon. Ja, ein Flurmel, ein Normal-Pokémon, was meistens Aufruhr benutzt oder so eine Scheiße, oder? Ja, müsste es doch. Flurmel, Krakelo, was auch immer. Jawohl, Freunde, geil. Freunde, richtig gut. So, er wird anfangen, aber er wird nichts Krasses machen. Nein, wir fangen an. So, und der Ableittyp, der könnte schon reichen. Es ist Basisstufe 1 oder einfach ein Basis-Pokémon. Sehr, sehr geil. Wir haben unseren vierten Orden und können nun was einsetzen? Surfer? Oder Kraxler? Wir können bestimmt Kraxler jetzt einsetzen, weil hier so viele Kraxler-Stellen sind. Wo kriegen wir das denn her? Wir haben den vierten Orden. Die Hälfte. Yes! Auflockern. Ja, so eine Scheiße. Was kriegen wir? Das muss irgendwas mit Wasser sein. Lake. Ja, ich hatte recht. Als vorhin jemand Lake eingesetzt hat, wenn er weniger als die Hälfte der KP hat, dann ist es stärker. Wir wissen natürlich, wer diese Attacke bekommt, nämlich unser großartiges Mystery. Obwohl es natürlich eine an sich riskante Attacke ist, denn es hat, wir müssen, um die Effektivität voll auszuschöpfen, unter unsere die Hälfte maxi müssen wir weniger als die Hälfte unserer maximalen KP haben. Ich werde es für Aquaknarre einsetzen, einfach weil es sowieso auch ohne den Effekt schon stärker ist als Aquaknarre. Und später lernen wir Surfer, also Mystery wird nur Wasser und vielleicht den ein oder anderen Drachen-Move haben. Das passt. Der nächste Orden. Und jetzt können wir diesen komischen... Achso, das machen wir in der nächsten Folge. Wir machen das in der nächsten Folge. Die ging auch schon wieder so schnell rum. Wieso geht es so schnell rum? Aber einstündige Folgen zu produzieren wäre meiner Ansicht nach Quatsch. Deswegen, ja, wir speichern hier, beziehungsweise beenden diese Folge hier im Pokémon Center. Wir haben einen weiteren Orden, das ging extrem gut. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns Team Galactic vorknüpfen, dann werden wir ein bisschen weiter vordringen und vielleicht bietet sich die eine oder andere Möglichkeit, wieder an ein Pokémon zu fangen. Ich hätte da sogar eine Idee. Das aber zunächst in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, macht's gut, Freunde, und bis dann. Haut rein!